Was würdet ihr sagen? Ein Ring, du schwellst der stärkste. Ich bin der stärkste. Ich krieg hier keiner runter. In diesem Raum kriegt mich keiner runter. Dicke Arme. Dünne Arme. Komm her. Hätten wir uns schon eingeschlafen. Der zuverlässigsten Kämpfer auf dem deutschen Boden, aber leider, Bruder, heute war die ganze Welt gegen uns. Wie geht's mir schon? Alles gut, Mann? Danke, ja, siehst gut aus. Ich fühl's dich. Warum ist das so? Warum kommst du jetzt fit zu uns? Warum kommst du fit zu uns? Warum mussten alle haben gegen ihn Sparring gemacht, hat der Burger gegessen und so, jetzt kommt der zu uns, ist der richtig fit geworden. Warum war das so rutschig? Du bist zwei, drei Mal so richtig cool ausgerutscht. Weil der Boden ist so rutschig, so richtig komisch, ich weiß, warum. Ich war die ganze Zeit auf diesen Mattenboden in der Kabine und dann gewöhnen sich deine Füße darauf und dann rutscht du voll auf den Boden. Der Boden ist richtig scheiße, ich muss mit dem reden, sag mal, den Boden wechseln. Weil ich hab gesehen, du triffst ihn mit dem Jab, dann willst du hinterhergehen. Genau, und dann bist du und einmal war es mega gefährlich, weil du warst schon so im Infight. Ja, der kontert, ja. Du rutscht aus, genau. Und dann siehst du die Hand geht sehr vorbei. Genau so, der ist so mit seinem Gesicht so rein und ist so runtergefallen. Mit ganze Dings und gegen seinen Schädel. Weißt du, wie ekelhaft, Bruder? Nein, ich hab geblockt. Der war jetzt auch bei Fuß. Ja, warum soll ich? Warum soll ich auch? Okay. Ja. Arbeiten. Ich hab voll die Hände, wenn du mir ins Gesicht so. Ich kenne so Feuer, bis du reinmachst. Edmund, du musst ja erst mal treffen. Weiter. Schön lang. Ja, ich kann das nicht stellen lassen. Ja, okay. Boom, noch einer. Boom, noch einer. Gib's nicht. Und noch mal. Boom. Nice, man. Halt. Oh, no. Hey, das ist auf Kamera, ne? Ich hab's aber selber nicht zum Schluss bekommen. Bleib mal sitzen. Kleines Kind. Ich kann nicht mehr. Hier, zack. Kontrolle. Ist nicht. Fertig. Du hast den aber ich hab mich selber hingelegt. Ja, auf Kontrolle. Fertig, was sagen wir? Normal, ich auch, denke aber, wir müssen auf den Boden legen. Alles auf Video? Sehr gut. Wir haben auf Video alles. Wir haben alles auf Video. Wegdrehen auf den Boden fallen, heißt das, dass der Deck auf was? Nein, ich hab mich wegdrehen auf den Boden fallen ist. Strategisch mich auf den Boden gelegt. Du hast aufgegeben, wie die. Was würdet ihr sagen, so jetzt rein ringerisch, wer ist der stärkste? Ich bin der stärkste von allen. Bruder. Okay, warte. Schon mit Tamik, ihr seid. Ich bin der stärkste. Sag. Ich sag, ich bin der stärkste. Du bist fit, ja, du bist jetzt aktuell fitter. Ich sag, ich bin der stärkste Ring. 100% von allen. Nicht nur jetzt von den Brüdern hier, ich hab mal auch in unserem Team, da haben wir Ringer, Bruder. Den ring ich auch weg. Ich wurde gestern auf TikTok gefragt, wer ist der beste Kämpfer von euch? Ne? Meine ich, wenn der Jogi fit ist und einmal anfängt einen zu wresteln, ist die Party gelaufen. Der wrestelt dich tot, mein Freund. Weißt du, was ich meine? Lass ich sag euch eine Sache. Wer heißt der Gegner von denen? Ich sag euch eine Sache. Los, Junge. Guck mal, Elmar, ich hab dir eine Sache gesagt, Bruder. Wenn ich fit, ich warte, bis er fit. Ich hab ihm gesagt, werdet fit. Wolltest du 6 Monate? Ich hab dir gesagt, drei Monate. Ich hab gesagt, drei hintereinander.
Von euch kommt mich keiner runter. Wir haben eine Challenge gemacht, ich warte bis heute, dass ihr fit werdet. Edmund, es gibt ein... Oder ich sag dir offen und ehrlich, Bruder, ich brauche keine Challenge. Wir drei greifen dir jetzt an, ich hol dir runter. Komm, jetzt. Ich beende das, schneid das da rein. Komm, hol dich runter. Okay, aber wir waren zu dritt. Also, die schicke ich vor. Wenn ich Kraft habe, greife ich an. Ich hab gesagt, Bruder, wir sollen fit werden. Ich hab gesagt, werdet fit. Und dann versucht mich runterzubekommen. Ihr kriegt mich niemals runter, 100% nicht. Nein, du hast gesagt, du wirst uns jeden runterkriegen. Genau, und ihr kriegt mich nicht runter, hab ich gesagt. So. Eine Ewigkeit später. Ich sag euch noch einmal, hier, jetzt kriegt mich keiner auf den Boden. Die haben das da abgemacht. Immer noch, zu Hause auf einer Matratze, hier kriegt mich keiner auf den Boden. Niemand, Bruder. Und ey, guck jetzt, ich schwöre bei Gott, ich leg meine Rolex-Uhr hin, wer mich jetzt in den Weg, ich leg meine Rolex-Uhr. Lass gucken, wer kriegt mich runter. Mich kriegt hier keiner runter, in diesem Raum kriegt mich keiner runter. Ich sag nochmal, ich verstehe mal den Bellator-Champion, wie heißt der? Jaroslav, komm, hier gibt's gratis Rolex vorher. Ich hab gesagt, jemand, der hier im Raum ist, nicht jemand außerhalb. Ich Nils, los. Ich hol mir jetzt die Rolex an. Egal. Verdient dir, Junge. Verdient dir deine Rolex. Schwing dir deine Rolex. Ich will jetzt 100 Euro aus. Hol dir die Uhr. Ich sag, es gibt eine Rolex umsonst. Die liegt da. Komm. Wie damals der Lichtschlacker. Du wirst schwitzen. Wie damals der Lichtschlacker. Ja, du schaffst das. Krass, oder krass, schon mal damals. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Rolex. Nein. Ich bin doch Profi, du bist mein Bruder, deswegen darfst du einen Bein haben, komm. Das ist der Hälfte schon von Rolex. Und so. Leider, niemand. Du schaffst das. Nee, du hast deine Brusthaare abgemacht. Brusthaare habe ich abgemacht. Lass den Nils in Ruhe. Will doch nur eine Karte. Dicke Brust, dicke Arme, oh wie krass, Bart, heftiger Typ, dünne Arme, kein Bart. Komm her. Jawohl. Also TikTok machen? Ja, du sollst einfach TikTok machen. Ganz easy. Aber weiter geht's, du musst mich stippen. Steh doch auf, stipp dich. Oh. Ja, ich hab's nicht. Nee. Niemand. Der will mich nicht loslassen. Nie wieder loslassen. Sorry, Jungs. Sorry, hallo. Sorry. Ein paar Sekunden später. Boah, ich hätte schon nehmen, mal 2 Uhr ab. Gar kein. Aber eins sage ich dir, Bruder, diesmal hätte ich hier wirklich zurückgeschossen. 15 Minuten vom Losfahren, seit ihr gleich ankommt. Da war doch Stau. Für mich ist wirklich, ich liebe das einfach, harte Sparring, Bruder. Ich weiß, ich kann lang boxen und lang halten, Leute weghalten, einfacher als mir machen. Aber ich mag das, Bruder, und vor allem, ich liebe das, wenn ich fit bin, mich zu knallen. Einfach währenddessen zu reden und so zu schlagen. Das ist so, das gibt dir so ein Gift, ich weiß, das ist ein bisschen, hört sich krank an, wie Leute weiß, aber das gibt wirklich ein geiles Gefühl. Das ist aber geil. Außer wenn einer ist so Tyson gegen dich, Bruder, und du nur Schläge kriegst, dann macht das gar keinen Sinn und macht auch keinen Bock. Aber sonst, so auf einer Ebene, so wenn jemand auch ein bisschen stärker ist oder so, dann macht das echt Spaß, weißt du. So, das ist so Unterhaltung zusätzlich. Das war ein bisschen Action rein, wenn du auch so dazwischen ein bisschen mit dem Quatsch und so. Ich weiß es. 3 Tage später. Was eine Verarsche. Ich saß hier so. Ist nicht schlimm, ich stehe hier. Ich nehme nur einfach meine Prozente zurück. Sag es nicht, ein scheiß Kuchen, der wird gleich essen. Ich saß hier vor 5 Minuten, ich ruf den Jibril an, er so, Nils, iss diesen scheiß Kuchen, oder ich stopf ihn hier in deinen Mund. Der kommt nicht mehr zurück. Er nimmt, er isst, du kommst zurück. Ich hab's gerade auch gesagt, oder? Ich hab auch 50, dass du nicht mehr zurückkommst. Warum hast du deine Haare nicht geschnitten? War kein Termin frei. Keine. Aber ich sag dir ehrlich, ich stell dir nochmal denselben, der war geil.
Der will unbedingt, dass ich den haue, oder? Oder was will er die ganze Zeit? Der will die ganze Zeit mich provozieren, oder? Er hat einen Vorkurs für dich gemacht. Der hat aber wirklich gekämpft. Der hat wirklich gekämpft, den Kuchen nicht zu essen. Wer hat ich mein Tee getrunken? Oder kam kein? Mike Perry in der ersten Runde irgendwie. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es kann einfach passieren, dass dann einfach richtig Mike Perry den einfach schlafen schickt. Meinst du? Ich sage dir, bei diesem Bärnackel-Ding. Also ich finde, die sind komplett andere Niveau, die beiden Kämpfer, ne? Aber bei diesen Bärnackel-Sachen, wo das so wild, das normal im Ring ist das, ne? Nicht im Ring. Ist so ein Runder-Ring. Ja. Oder warte mal, die machen den in London, ich weiß nicht, ob das okay, vielleicht gibt's da einen normalen Boxring Ring. Aber weißt du, der hat aber auch Boxkämpfe. Der hat auch Boxkämpfe. Ja, aber der weiß, MVP ist größer, der ist richtig gut, was Striking angeht. Und Mike Perry war immer so wilder Brawler-mäßig, ja. Weißt du? Das ist, ich finde, das ist schwer gerade, so Leute zu kämpfen, weißt du? So unorthodoxe Leute. So, vor allem mit diesen, was haben die da? Bandagen, ne? Nein, gar nichts. Gar nicht? Ja. Ach, die Bandagen gehen nur hier Knöchel. Aber Knöchel müssen frei sein. Das muss ein Inch. Also das ist so die Regelung, 1 Zoll quasi von den Knöcheln darf die Bandage nicht krass mehr drüber geht. Also du darfst nur Handgelenk und Bandage. Damit du schön 100 Mal reinhauen kannst. Damit du richtig drauf brettern kannst. Da gibt es einen Typen, der ist richtig krank, der heißt Dan Chapman. Der war früher Olympiateilnehmer, hatte dann irgendwie, glaube ich, ein Auto- oder Motorradunfall. Seine Karriere war vorbei und jetzt boxt er wieder, macht Bärnackelkämpfe. Der sieht ein bisschen aus wie eine Testo-Version von Prince Nazim Hamed. Ehrlich? Wie er boxt, seine Beinarbeit. Der hat die Hände nur unten. Ja. Da steht Bärnackel vor dir, spielt so und dann weicht er aus. Papa. Ich wusste mal kurz was. Aber das ist nicht der Bruder von dem. Gegen wen hat der Lom gekämpft? Wie hieß der nochmal? Palomino. Palomino, ja. Der hat ja einen Bruder von dem kämpft, der da drin und er selber auch. Ne? Palomino ist auch bei Bärnackel FC gerade Champion, glaube ich. Bruder, der ist auch so stark, der Junge. Boah, krank. Der hat gegen Justin gekämpft. Gaethje. Hat der ausgenommen, oder? Nee, Justin Gaethje hat den ausgenommen. Justin Gaethje war ein heftiger Fight. War ein krasser Kampf. War echt. Ja. Da hab ich mir gedacht, Bruder, hätten die mal lieber ausgenommen.